Am Empfang der Notaufnahme treffen zwei laut schimpfende verletzte Familienväter mitsamt ihren Kindern ein. Assistenzärztin Miriam Dietz und Schwester Nadine beruhigen die beiden Streithähne, um herauszufinden, was überhaupt passiert ist. Ich habe auch was. Mir zieht es rechts im Bein. Also Sie haben Schmerzen? Ich habe auch einen Schmerz, ja. Soll ich einen Behandlungsraum? Ja. Dann kommen Sie einfach mit mir. Ich komme dann gleich zu Ihnen. Ich kann auch einen Rollstuhl holen. Die aufgebrachten Männer sind zuvor bei einem Kindergeburtstag im Trampolinpark aneinander geraten und sogar handgreiflich geworden. Was zu der Auseinandersetzung geführt hat, ist unklar. Fest steht, beide haben sich dabei verletzt. Können Sie den Arm mal bewegen? Schon schmerzhaft, ne? Aua. Hier unten nicht so doll. Sind Sie eher hier oben drauf gefallen? Ja. Schon. Ja, haben Sie genau den Ellbogen hier erwischt, ne? Okay, wie ist das passiert? Weil dieser Idiot hier mit seinem Sohn am Rumhantieren war und er ihn nicht vernünftig unter Kontrolle hat. Er hat meinen Sohn geschubst. Wir haben nur gespielt. Ja, nur wie gespielt, sind Sie aber da kann immer irgendwas passieren. Wie sind Sie dann dabei gestürzt? Ich habe versucht, ihn da zur Raison zu rufen. Und dann hat das eine das andere ergeben und er hat mir die Füße weggezogen und dann bin ich hingefallen auf dem Trampolin. Er hat ihn die Füße weggezogen? Ja. Ist ja nicht so nett. Ich bin dann aber nicht aufs Trampolin gefallen, sondern auf den Ellenbogen. Daneben. Okay, sind Sie auf den Boden gestürzt vom Trampolin runter? Ja. War es tief? Nein, aber trotz alledem, also... Haben aber nur den Arm erwischt? Ja. Nicht den Kopf, Schulter, Becken, sonst irgendwas? Nein, sonst ist alles okay. Okay, dann gehen Sie erstmal zum Röntgen. Wir gucken, ob was gebrochen ist. Genau, und dann, wenn die Bilder da sind, komme ich noch mal. Sagen Sie mir Bescheid. Ja. Herr Ritters hatte Schmerzen im rechten Ellbogen, war jetzt nicht bewegungseingeschränkt. Und deswegen habe ich mir keine großen Sorgen gemacht und habe ihn aber zur Sicherheit, um Frakturen auszuschließen, zum Röntgen geschickt. Hallo. Guten Dietz Tag. Ist mein Name. Ich bin die diensthabende Ärztin hier. Hallo, Traut, mein Name ist mein Sohn. Hi. Ich bin mit mir da. Dir geht's gut? Ja. Hast du dir wehgetan? Nein. Okay, nur Papa hat sich verletzt. Okay, ich habe gehört, Sie haben Schmerzen im rechten Sprunggelenk. Kann ich mal hier rübersetzen, dann kann die Ärztin den Stuhl haben. Ja, Kollegin schon gesagt, ja, man tut's der rechte Fuß, weh ist der rechte Knöchel. Wie ist das denn passiert? Ja, der, ich habe mit dem anderen Vater eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Mhm. Und dabei bin ich umgeknickt und schon hatten wir den Salat, ne? Gut. Ja. Wir müssen uns jetzt wohl oder übel einmal dieses Gelenk anschauen. So. Rolle einmal. Ja, ist halt hinten ein bisschen blau. Ja, das zieht. Das ist noch immer schwieriger zu laufen. Können Sie einmal locker lassen, bitte? Ja. Den Fuß auch locker lassen. Ich bewege das jetzt einmal. Ja. Ach, angenehm ist nichts. Naja, gut, das glaube ich Ihnen. Das muss jetzt sein. Das tut viel. Naja, das muss schon sein. Ach. Okay, bewegen Sie den Fuß einmal von sich nach oben. Das geht schon, aber nach unten. Schwierig, sehr schwierig. Ja. Können Sie ihn zur Seite drehen? Also wegknicken, genau, zur anderen Seite. Ja. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, sieht blau aus. Ja, ich meine, von der Bewegung her sieht es so gut aus. Ne? Okay. Ist jetzt auch nicht übermäßig geschwollen, ist ein bisschen geschwollen, ist ein bisschen blau. Ich schicke Sie trotzdem einmal zum Röntgen. Wir gucken, ob alle Knochen in Ordnung sind. Okay. Währenddessen kümmert sich Assistenzärztin Miriam Dietz im Schockraum wieder um den anderen der beiden Raufbolde. Der Familienvater mit dem verletzten Ellbogen ist aus der Radiologie zurück und noch immer auf 180. Die Bilder sind vollkommen in Ordnung. Okay. Mit aber trotzdem, jetzt hätte wer weiß, was passieren können, als er mich geschubst hat. Ja, hätte. Als ich dort hingefallen bin. Hätte. Du hättest auch nicht. Mal was sagen können dazu. Ist. Hast du nur daneben naja, gestanden? Ihre Frau kann Zeit. Jetzt wirklich nichts dafür, ne? Ja, wer kann denn? Wer ist denn daran schuld? Naja, erstmal muss ich sagen, dass ich es nicht so super finde, wie Sie sich als Vorbild vor Ihren Kindern darstellen. Aber das ist jetzt mal Ihre Privatsache. Weiß ich.
Ist ein bisschen schwindelig. Mir ist ein bisschen schwindelig. Okay, dann am besten einmal hinlegen. Ja. Jetzt ganz plötzlich. Los mit dir. Ist ja schon länger so ein bisschen aufbrausend. Sonst ist er echt der Ruhepol. Können wir mal sagen, wie war denn der Blutdruck eben? 2 Tagen ungefähr. 150, 80. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Können wir einmal ein EKG dran machen? Ich habe eigentlich keine Vorerkrankungen, nein. Sie nehmen auch keine Medikamente? Nein. Sie haben keinen hohen Blutdruck? Kein Diabetes? Auch nicht. Nichts am Herzen? Außer eine Rötung an meiner Brust, aber ich glaube, das kommt von dem Pflaster, was ich da drauf gemacht habe. Warum machen Sie denn Pflaster auf Ihre Brüste? Beim Laufen. Okay, dann gucke ich mir das einmal an. Einmal. Ja, ist aber schon ganz schön rot, ne? Oh. Tut schon weh, ne? Ja. Das von Pflastern? Oder was? Ja, ich habe sie auf die Brustwarzen geklebt, wie gesagt. Und sind Sie allergisch gegen Pflaster? Ach Gott. Nein, eigentlich nicht. Okay. Das sieht schon massiv aus. Ich würde einmal eine Kollegin anrufen, dass sie sich das mal anguckt. Eine Kollegin von der Gynäkologie. Ja. Weil es auch gut sein kann, dass es eine Mastitis ist, also eine Entzündung des Brustgewebes. Kannst du noch Blut abnehmen? Ich würde den CRP auf jeden Fall gerne mal bestimmen. Was heißt gut. CRP? Das ist ein Marker im Blut für die Entzündungswerte. Also dann können wir gucken, ob eine Entzündung im Körper vorliegt oder nicht. Würde ich auf jeden Fall mal abklären, weil es sieht schon entzündet aus. Herr Ritters und seine Frau waren natürlich erstmal schockiert, als die Vermutung äußerte, dass der Herr unter einer Mastitis leiden könnte. Weil sie dachten, dass es nur bei Frauen auftreten würde. Dem ist allerdings nicht so. Natürlich kann es auch Männer betreffen. Genauso wie Männer auch an Brustkrebs erkranken können. Das ist natürlich nicht so häufig wie bei Frauen. Aber dennoch kommt es vor. Der Mann dachte, seine schmerzenden Brustwarzen seien durch die Reibung des T-Shirts beim Joggen entstanden und hatte sie daher mit Pflastern abgeklebt. Gynäkologin Dr. Johanna Krämer wird gleich herausfinden, dass weitaus mehr dahinter steckt. Gut, dann schauen wir mal. Oh! Alles gut? Oh, oh, oh. Ja. Haben Sie das gesehen bei Ihrem Mann? Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet. Krebs ist es mit Sicherheit nicht. Gott sei Dank. Aber warum ist das entzündet und warum schmerzt das? Ja, die Brust ist für einen Mann etwas untypisch vergrößert, gespannt, heiß, rot. Also normalerweise haben das stillende Frauen. Dann entzündet sich die Brustwarze, weil da kleine Risse in der Brustwarze entstehen. Da können Bakterien eindringen und zu einer Entzündung führen. Und genauso sieht's aus. Aber sie sind ein Mann und sie stillen nicht. Also ist die Frage, wie kommt das? Der Patient hatte eindeutig eine Mastitis. Das ist natürlich bei einem Mann eine sehr ungewöhnliche Erscheinung, aber es kommt auch schon vor. Es ist nicht total abnorm, aber bestimmte Medikamente, bestimmte Tumore können solche Mastitiden hervorrufen. Das ist seit ein paar Tagen so. Ungefähr 2 Tage, vielleicht auch so schon total wie eine Frau, passt zur Brust, wirklich, Entschuldigung, aber es ist den Arm ein bisschen oben. Zickig, dann ist er wieder total down, dann ist er wieder hier, ganz untypisch, sonst ist er immer der Ruhepol in unserer Beziehung, also es ist wirklich, ich kenne dich so überhaupt nicht. Ja. Das Einzige, was ich jetzt rekapituliere, Sie haben da Pflaster auf die Brustwarze geklebt. Was waren das denn für Pflaster? Das waren Blasenpflaster. Blasenpflaster? Ja. Und warum kleben Sie Blasenpflaster auf die Brust? Wir hatten keine anderen zu Hause. Schatz, wir haben auch keine Blasenpflaster zu Hause. Was waren denn das für Pflaster? Wo hast du sie denn her? Aus unserem Badezimmerschrank, hinter den Cremes. Ach, je. Schatz, das sind keine Blasenpflaster. Sondern? Das sind Hormonpflaster. Hormonpflaster? Das sind, um genau zu sagen, sind es meine Hormonpflaster, Schatz. Oh Gott, ich wollte es dir nicht sagen, ich hatte Angst. Wozu benutzt du Hormonpflaster? Ich hatte Angst, dass du mich nicht mehr attraktiv findest. Ich bin in den Wechseljahren. So jung und, naja, das gibt aber es alles. Ich dachte, wir könnten über alles reden und... Ja, ich hatte... War doof von mir, tut mir leid, ich hätte es dir sagen müssen. Also
Also Sie haben statt Blasenpflaster jetzt die Hormonpflaster die ganze Zeit benutzt. Ja, das wusste ich ja nicht, dass das Hormonpflaster... Das ist mir klar. Ja, das erklärt natürlich einiges. Und wie lange nehmen Sie die schon? Seit anderthalb Wochen. Und seit anderthalb Wochen? Ja, ich habe sie an den Füßen. An den Füßen auch? Ja. Ach du, ich dachte, jetzt sind Blasenpflaster. Bisschen. Können wir die Füße mal sehen? Ich habe mir neue Laufschuhe gekauft und deswegen habe ich die benutzt. Aha, ja, das erklärt alles. Dann haben Sie natürlich einen wirklich stark erhöhten Östrogenspiegel, also praktisch wie bei einer stillenden Frau. Ist natürlich auch gut, dem Partner zu sagen, was man so an Medikamenten im Badezimmer hortet. Ne? Ja. Du hättest mir das ruhig sagen können. Es tut mir so leid. Ich hatte echt Angst, dass du mich dann für unattraktiv hältst. Das ist oder, ist das. Ich fand es furchtbar, jetzt schon in den Wechseljahren zu sein. Die Wechseljahre treten nicht bei jeder Frau zur gleichen Zeit auf. Das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, wann diese beginnen. Die Symptome beginnen meistens schleichend und nicht plötzlich. Bei manchen Frauen kommt es auch zu einem verfrühten Beginn der Wechseljahre. Frauen, die vermuten, in die Wechseljahre zu kommen, besonders auch im jungen Alter, sollten sich auf jeden Fall mit ihrem Gynäkologen dahingehend besprechen. Also Sie haben eine Entzündung, also eine akute Entzündung. Wir geben Ihnen ein Antibiotikum. Ja. Und wenn Sie die Pflaster jetzt weglassen, wird so in 2-3 Tagen werden die Erscheinungen mit der Schwellung auch abklingen. Und Sie werden sich auch definitiv wieder besser fühlen. Die Entzündung wird durchs Antibiotikum weggehen. Und auch die innere Unruhe und Aggression wird sich dann schnell widerlegen. Im Behandlungsraum nebenan wartet der Kontrahent des Mannes noch auf seinen Röntgenbefund. Er könnte sich bei der Rauferei im Trampolinpark das Sprunggelenk verletzt haben. Sieht vollkommen in Ordnung aus. Alles normal, die Knochen sind alle in Ordnung. Da ist nichts. Okay. Schonen Sie es ein bisschen. Sollte es in 2 bis 3 Wochen nicht wirklich deutlich besser geworden sein, dann noch mal zum niedergelassenen Orthopäden. Da müssen Sie nicht zu uns kommen mit den Wartezeiten hier. Rufen Sie beim Orthopäden an und dann. Gut, machen wir so. Gut. Und von unserer Seite aus war es das. Bei Herrn Krause liegt keine Fraktur vor. Die Röntgenbilder waren vollkommen unauffällig. Und deswegen wird er jetzt auch wieder nach Hause entlassen. Noch in der Notaufnahme haben sich die Familienväter ausgesprochen. Das hormonelle Ungleichgewicht hat bei einem der Männer zu einer deutlichen Überreaktion und zu Handgreiflichkeiten geführt. Dafür hat er sich entschuldigt. Mittlerweile erfreuen sich beide wieder bester Gesundheit.